Ja, hallo Gopal, herzlich willkommen zum Interview bei Jetzt TV. Hallo. Hallo. Ja, ich freue mich, dass wir dich hier im Team interviewen können. Und die Yvonne beginnt mit den Fragen. Ja, Gopal, heute ist ja ein ganz besonderer Tag, weil heute kann man dein Buch erwerben, also das neue Buch Der Vagusschlüssel. Und ein ganz großes Thema in dem Buch ist ehrliches Mitteilen. Und ich möchte gerne wissen, wie genau das geht, wie das funktioniert. Das funktioniert vom Prinzip sehr einfach. Man teilt seine inneren drei Erlebnisebenen mit, was da los ist, also Gedanken, Gefühle, Körperempfindungen, und zwar getrennt voneinander. Also es geht darum zu sagen, was für Gedanken da sind, was für Gefühle da sind und was für Körperempfindungen. Also der erste Punkt ist, dass diese Ebenen getrennt voneinander kommuniziert werden, weil normalerweise reden wir so, dass das alles vermischt ist und als ein Konglomerat auch erlebt wird. Das zweite ist, das Besondere, das, was den Trick sozusagen ausmacht, ist, dass wir das auf eine bestimmte Art mitteilen, und zwar so, dass wir selber mit dem Inhalt nicht identifiziert sind. Und das kriegen wir hin, indem wir vor jeden Satz einen bestimmten Anfang setzen, um uns von dem Inhalt selber zu lösen. Also es könnte zum Beispiel so aussehen, wenn ich meine Gedanken mitteile, dann sage ich nicht einfach, oh wow, gestern hatte ich ein tolles Frühstück. Das wäre Mitidentifizierung, so wie wir normalerweise reden, sondern ich sage, in meinem Kopf ist gerade der Gedanke an das Frühstück gestern Morgen. Oder mein Kopf denkt, dass das Frühstück gestern Morgen super war. Und wenn man das hört, also ihr werdet wahrscheinlich den Unterschied direkt auch spüren, das macht was anderes im Nervensystem, das alleine so zu hören, weil das dann weder aussaugend noch bedrohlich ist. Die Gefühle teilen wir einfach mit ich fühle mich so und so, ich fühle mich heiter, traurig, was auch immer, oder da ist ein Gefühl von Wut, und Körperempfindung mit ich spüre das und das. Also ich spüre Entspannung im Körper oder ich spüre in meinem linken Knie einen leichten Schmerz oder ich spüre Hitze in den Händen. Also was vom Prinzip Einfaches. Und der Knackpunkt oder das Entscheidende ist, dass wir schaffen, die Gedanken eben ohne Identifizierung zu kommunizieren. Das ist der Schlüssel, also der entscheidende Punkt, um das korrekt zu machen. Weil nur wenn wir es ganz präzise korrekt machen, nur dann entfaltet das diese magische Wirkung. Sobald ein Satz mit Identifizierung gesagt wird, geht die Energie schon wieder runter. Dann der dritte Aspekt ist, dass das kein Dialog ist, das ist kein Ping-Pong, wie wir normalerweise reden, sondern jemand spricht 5 Minuten, also teilt sich ehrlich mit, wie beschrieben, 5 Minuten festgelegt zum Beispiel, und dann während dieser Zeit hört der andere oder die anderen nur zu. Es gibt keinen Dialog, keinen Austausch. Dann ist der nächste dran mit 5 Minuten und die anderen hören zu. Das hat den Sinn, um diesen Konkurrenzkampf auszuhebeln, den wir normalerweise abfackeln, wenn wir uns treffen. Ja, also wenn sich Menschen treffen und miteinander reden, ist es normalerweise ein Konkurrenzkampf um Aufmerksamkeit, wo dann aber nichts passiert, weil alle nur am Zerren sind. Das kann man sich so vorstellen, wie wenn 4 Ertrinkende zum Beispiel um einen Rettungsring kämpfen und dann gehen alle unter, weil keiner den Ring erwischt. Und beim ehrlichen Mitteilen entkoppeln wir das, sodass sichergestellt ist, dass jeder seine Zeit hat. Und wenn klar ist, dass ich meine Zeit habe, mich mitzuteilen, dann kann ich mir auch leisten, den anderen zuzuhören, weil ich ja weiß, ich komme sowieso dran oder ich war schon dran. Also das ist so grob zusammengefasst, wie das funktioniert. Und wichtig dabei ist noch, dass es nicht notwendig ist, seine Grenzen zu überschreiten. Also wenn ich was nicht sagen will, sage ich es nicht. Das behindert den Prozess nicht. Und hat eigentlich jeder Mensch die Sehnsucht, mit einem anderen Menschen vollständig in Kontakt zu kommen? Oder Ja, auf jeden Fall. Das ist in unserer Biologie angelegt. Also es ist nicht nur eine Sehnsucht, sondern es ist die physische Notwendigkeit, also das Bedürfnis unseres physischen Körpers. Das kommt ziemlich direkt nach der Überlebensebene. Also wenn Sauerstoff da ist, Trinkwasser, Nahrung, genug Wärme,
Schutz vor Gefahren, dann kommt direkt danach Bindung. Und das ist nichts Psychisches, sondern das ist was Physisches, was unsere physischen Körper brauchen, weil wir ein Säugetiernervensystem haben. Und die Säugetiere sind ja in der Evolution entstanden durch Zusammenarbeit. Und deswegen hat sich das Nervensystem auch so entfaltet für Zusammenarbeit. Und wir können nicht als Menschen mit einem Säugetiernervensystem in Trennung oder sogar in Isolation leben. Das geht physisch nicht, auch wenn das einige in der Spiritualität auch vor allem immer wieder gerne versuchen. Es funktioniert nicht, weil das gegen unseren Körper ist. Es wäre genauso, wie wenn wir aus spirituellen Gründen versuchen würden, ohne Wasser auszukommen. Ja gut, das kriegen vielleicht einige hin, aber das ist gegen die Natur auf eine Art. Und für dich ist es auch nicht sinnvoll, jetzt für sich alleine zu meditieren und alleine die Gefühle zu fühlen, ohne sich auszutauschen mit einem anderen Menschen. Das kann man halt prinzipiell so nicht sagen. Das, was du jetzt beschrieben hast, macht ab einem bestimmten Grad von Integration und Heilung Sinn. Ja, kann man das machen? Für die meisten sind nicht an dem Punkt. Die meisten sind an dem Punkt, dass sie so massive Probleme haben, das auszuhalten, was zwischen ihnen und anderen im Kontakt, vor allem in nahen Beziehungen passiert, und noch schwieriger, das überhaupt mitzuteilen, sodass ich es auflösen kann. Und dann kommt immer wieder die Idee, irgendwas alleine lösen zu wollen. Und das ist auch ganz typisch, weil als Kind waren wir alleine, es gab keinen Gegenüber. Das ist diese Situation, wo es keine Lösung gab. Ja, das ist ungefähr so, wie wenn man am Verdursten ist und das Wasser, was man erreichen kann, ist vergiftet. Es gibt keine Lösung für dieses Setting. Und so ist unsere Situation als Kind gewesen. Das heißt, wir brauchten diese Verbindung, diese Zuwendung, aber es gab sie nicht. Unser Umfeld war nicht in der Lage, so auf uns einzugehen, dass wir vollständig uns verbinden und ausdrücken konnten. Und aus diesem Dilemma heraus kommt die Idee, und das war ja als Kind die Realität, eine Notlösung alleine finden zu müssen. Und das ist ja in der Wachstumsphase, wo sich das Nervensystem physisch auch bildet und vertratet. Und als Erwachsener ist es wie so ein unbewusstes Fundament, was gar nicht gemerkt wird oder noch nicht oder hinterfragt sowieso nicht. Ich muss alles alleine lösen. Ich muss eine Lösung alleine finden. Und dann ist es natürlich so, wenn ich das so auf dem Schirm habe, dann würde sich das nicht gut anfühlen. Also wird es so verwurstelt, dass das für das Ego auch noch sozusagen verwertbar ist. Und dann mache ich halt was draus. Ich sitze allein und versuche erleuchtet zu werden. Ja, und es ist nichts weiter als eine Reinszenierung der Bindungslosigkeit als Kind. Und das kann so nicht funktionieren. Wenn aber so viel Kontakt zustande gekommen ist, dass die Integration nicht mehr zwangsläufig ein physisches Gegenüber braucht oder eine physische Bindung, weil ich die ganze Bindungskapazität entsprechend internalisiert habe in meinem System, dann natürlich, dann findet die Integration im Prinzip unabhängig von den äußeren Umständen statt. Die findet dann auch allein im Wald statt oder allein im Zimmer. Aber ich habe trotzdem die Verbindung zu den Menschen in meinem System. Also kann man eigentlich, wenn man das so macht, auch gar nicht davon sprechen, dass man das alleine macht, weil die Menschen sind wie im Nervensystem mit dabei, auch wenn die physisch jetzt nicht dabei sind. Und generell ist es meiner Meinung nach eigentlich weder sinnvoll noch notwendig, überhaupt irgendwas alleine zu machen. Das ist die große Illusion der Menschheit, dass irgendwas alleine gemacht werden müsste oder dass da drin irgendwas zu finden sein soll. Das kommt aus dieser Not, aus der Kindheitssituation heraus. Also, ja, ihr könnt euch einfach mal vorstellen, was für ein Grund, wenn jetzt die Menschheit auf einem anderen Niveau wäre, was für ein Grund sollte es geben, irgendwas alleine zu machen? Der Drang, sich zu trennen, der kommt ja nur aus der Erfahrung oder der Projektion, dass im Kontakt irgendwas nicht gut ist. Das wäre genauso wie, keiner käme auf die Idee, zu versuchen, ohne Wasser auszukommen. Für was? Für was? Solange wir gutes Trinkwasser und tolle Getränke haben. Es käme keiner auf die Idee, das zu probieren oder da irgendwas drin zu suchen. Und so ähnlich ist das auch, was das angeht. Nur, das ist halt durch die ganze Geschichte mit Entwicklungstrauma, ist es halt alles verzerrt und verzogen. Und das ist traurig. Die Aussage, dass alleine ist, egal wie wir es drehen und wenden, für den Organismus nicht der Idealweg.
Aber es gibt auch das Gegenteil, oder dass man immer versucht, dass die Sache nicht alleine zu machen und sich an anderen Menschen ranhängt, oder? Nee, das ist nicht das Gegenteil. Das ist genau dasselbe, nur es ist der andere Pol ausgelebt. Ja? Das ist auch kein Kontakt. Das sind Menschen, die dann eher zum Verschmelzungstyp gehören. Die sind nicht in Kontakt mit den Menschen, sondern die verlagern ihre Energie auf die anderen Menschen und projizieren und bedienen dann das, was sie da drauf projizieren. Das ist kein wirklicher Kontakt. Die sind genauso alleine und verloren und nicht in Verbindung. Das sieht nur an der Oberfläche anders aus. Aber der Vorgang ist derselbe. Also sozusagen für das Nervensystem. Das ist kein wirklicher Kontakt. Okay, danke schön. Genauso verloren und einsam und getrennt. Also wirklich alles mitteilen, was da ist, das bringt die Heilung. Nee. Auch nicht. Nein, nein. Nicht alles mitteilen, weil dann wären wir wieder in einer Handlungsstrategie. Das ist ein Konzept, weil was ist, wenn ich das gar nicht mitteilen will? Vielleicht will ich gar nicht alles mitteilen. Na, dann kann ich ja sagen, ich möchte das jetzt nicht mitteilen. Genau, deswegen hatte ich am Anfang gesagt, wir dürfen unsere Grenzen nicht überschreiten, sondern wir müssen die Grenzen kommunizieren. Die Grenzen sind nicht das Problem. Solange die kommuniziert werden, entsteht trotzdem eine Verbindung. Aber sobald wir eine Strategie entwickeln, sind wir raus. Ja? Ich muss alles mitteilen oder selbst zu sagen, ich muss mich ehrlich mitteilen, ist auch schon, da sind wir auch schon raus. Ja? Aber es braucht ja irgendeinen Begriff. Ne? Aber sobald der Kopf in eine Strategie reinrutscht, sind wir raus aus dem Kontakt. Okay, danke. Vielleicht möchte jemand anders fragen, dass es schön lebendig ist. Ja. Bezüglich Alleinsein möchte ich gerne was fragen, weil meine persönliche Erfahrung ist, dass wenn ich genügend Kontakt habe in der Weise, wie ich ihn gerne habe, nämlich herzlich vom Herzen her, dass ich dann irgendwie beim Alleinsein doch ja was sehr Schönes erlebe. Also dass das irgendwie, ja, wie soll ich sagen, sogar irgendwie süß sein kann, einfach wohltuend, dann auch wieder alleine zu sein. Was kannst du dazu sagen? Ja, da spricht nichts dagegen. Es wird natürlicherweise immer auch Phasen geben, wo man dann physisch alleine ist und da ist nichts zu sagen, nur sobald das in diese Richtung geht, ich kann, wenn ich alleine bin, irgendwas besser erfahren oder sein oder so als im Kontakt, dann würde ich das hinterfragen, weil das würde dann immer bedeuten, dass ich im Kontakt etwas abspalten muss. In Wirklichkeit gibt es keinen Unterschied zwischen Alleinsein und Kontakt. Es gibt in Wirklichkeit keinen. Und das erscheint uns nur unterschiedlich, solange wir noch Entwicklungstrauma in unserem System haben und im Kontakt und dann halt auch in der Einsamkeit was abspalten müssen. Ja. Also in der Qualität, würde ich sagen, macht es keinen Unterschied. Aber ich erlebe es, dass es am besten ausgeglichen ist, wie bei einer Waage. Also dass sich irgendwie, dass die Waage hält, das Zusammensein und das Alleinsein. Ja, das wird sich halt natürlicherweise ergeben vom Leben. Was ich nur sage, ist, es gibt keinen wirklichen Grund, alleine zu sein, ja, um irgendwas auszuweichen, was im Kontakt nicht verarbeitet ist oder nicht kommuniziert ist. Also wenn ich ganz und gar mich austauschen kann, dann werde ich nie auf die Idee kommen, mich zurückziehen zu wollen, weil das ist die Verbindung, das ist der Lebensfluss, das ist da, wo die Energie dann fließt. Und die Idee, irgendwie wieder in die Trennung zu gehen, das macht irgendwie keinen Sinn. Das ist wie, ich habe Durst und bin am Trinken und warum sollte ich von dem Wasser weg? Ja, das ist halt auch interessant, dass das immer wieder auftaucht und so gesprochen wird. Also man kann das vielleicht bei Naturvölkern sehen, die sind dauernd in einer Gruppe zusammen, ja, und das hat irgendwie eine andere Qualität. Und diese Idee, also dass das als Thema immer wieder auftaucht, ja, zeigt, dass da halt was nicht gelöst ist, weil sonst kämen wir gar nicht auf die Idee. Also ja, das wäre überhaupt kein Thema. Warum? Ja, genauso wie gesagt, warum sollten wir überlegen, was ist, wenn wir Durst haben und kein Wasser da ist? Auf die Idee kämen wir nicht.
Wenn ich alleine bin, fühle ich mich nicht unbedingt getrennt. Also wenn zum Beispiel der Partner mit in der Wohnung ist, ja, oder auch sogar noch nicht mal mit in der gleichen, am gleichen Platz ist, erlebe ich das nicht als Trennung unbedingt. Ja. Ich wollte noch mal fragen zu den Grenzen, die du sagst beim ehrlichen Mitteilen. Bezieht sich das irgendwie darauf, nur was ich nicht sagen will, wenn da der Gedanke reinkommt, das sage ich jetzt besser nicht dem gegenüber, mit dem ich das ehrliche Mitteilen mache. Zum Beispiel, ich mache es mit einer Frau und dann merke ich, oh, die tönt mich an oder die finde ich toll, die finde ich attraktiv. Und dann habe ich das Gefühl, nee, das ist aber jetzt nicht passend, das zu sagen. Das ist jetzt ein Gedanke übrigens. Ne? Das sind alles Gedanken, ja, klar. Mhm. Das würde ich dann, wenn, eben als Gedanken sagen. Oder ist es dann besser, sowas wirklich wegzulassen? Es gibt keine Strategie. Jede Strategie führt uns vom Kontakt weg. Wenn du das nicht mitteilen möchtest, dann teilst du es nicht mit. Wenn du, es gibt ja Abstufungen, ne? Die maximale Abgrenzung wäre, du sprichst nicht darüber, du sagst, es taucht generell in deinem ehrlichen Teil nicht auf und du sagst es nicht. Das wäre so die maximale. Die nächste Abstufung wäre, du teilst mit, dass es da was gibt, was du nicht sagen möchtest. Und die nächste Abstufung wäre, dass dir klar ist, da ist zwar ein Gefühl oder ein komisches Gefühl und die Idee, dass du das nicht sagen solltest, du weißt aber bereits, dass das Quatsch ist und teilst es trotzdem mit. Ne? Und dann irgendwann löst sich das auf. Also es gibt einfach verschiedene Abstufungen und es ist letztlich egal, was wir machen, solange wir nicht in die Falle von irgendwelchen Strategien, dass wir halt im Kopf dann sind, ne? Weil dann machen wir was, was wir eigentlich nicht wollen. Und dann ist es halt kein ehrliches Mitteilen mehr und bringt uns aus dem Kontakt. Aber du wirst sehen, wenn du das so mitteilst mit Grenzen, zum Beispiel im Kopf ist die, oder da ist jetzt ein Gefühl, oder mein Kopf denkt, da ist jetzt ein Gefühl und mein Kopf denkt, ich möchte das nicht sagen. Da wirst du sehen, dass das genauso die Verbindung herstellt. Das ist ja auch Teil der Traumatisierung als Kind, dass wir unsere Grenzen überschreiten mussten, um einen Pseudokontakt herzustellen. Besser als gar nichts. Ne? Und diese Idee ist halt auch in den Systemen drin. Ich muss irgendwas anders mit mir machen, damit dann irgendwas an Verbindung klappt. Und das stimmt alles nicht. Ne? Das stimmt alles überhaupt nicht. Du sprichst von Verbindung. Gibt es unterschiedliche Verbindungen mit einem Menschen? Also mehr vom Herzen her, mehr vom Kopf her? Es gibt halt drei Hauptkanäle. Ne? Und wenn die alle offen sind oder einige offen, manche geschlossen, dann wird sich das anders anfühlen. Also wenn ich zum Beispiel sehr identifiziert mit bestimmten Konzepten bin, dann werde ich das nicht so aushalten oder es wird dann unangenehme Zustände hervorbringen, wenn jemand was sagt, was mit diesen Konzepten kollidiert. Ja, dann läuft das auf der mentalen Ebene nicht so durch. Oder wenn jemand wie im Herz offen ist und der andere ist verschlossen und ja, der kann das ja dann, der hört das dann nur mit dem Kopf, aber die eigentliche Botschaft, die kommt dann trotzdem nicht an, ne? Obwohl es dann mit dem Kopf gehört wird. Und das durch das Mitteilen, wenn wir diese drei Ebenen so mitteilen, dann öffnet sich das halt alles nach und nach, ja, bis dann das alles vollständig durchläuft. Und dann entsteht wie sowas Viertes, so ein vierter Raum, der jenseits davon ist. Aber jetzt unterschiedliche Verbindungen in dem Sinne, das ist immer derselbe Fluss, ja. Die Frage ist, durch wie viele Öffnungen kann der, ne? Und je nachdem, was offen und zu ist, fühlt sich das für denjenigen dann auch anders an. Und dann noch eine praktische Frage, wenn man jetzt zum Beispiel innerhalb einer relativ kleinen Gruppe wie dem JetzTV-Team das praktizieren würde, ist das quasi nötig, dass das jeder mit jedem macht oder hat es auch schon Wirkung, wenn das nur einige und spontan machen? Also ja, oder wenn zum Beispiel einer sagt, nee, grundsätzlich nicht, kann man das trotzdem im Team machen? Das ist halt eine sehr komplexe Frage. Also zum einen ist es so, natürlich wäre das am besten, wenn alle vom Team das machen in der Runde, ja, gemeinsam.
in der Gruppe so. Ja, gleichzeitig, also jeder dann seine 5 Minuten, das wäre der Idealfall. Die nächste Abstufung wäre, jemand möchte das eigentlich nicht, macht aber mit und teilt seine Grenzen mit. In meinem Kopf ist der Gedanke, dass ich ehrliches Mitteilen blöd finde, und in meinem Kopf ist der Gedanke, dass ich euch nichts sagen möchte. Ja, dann ist er noch dabei mit seinen Grenzen. Die nächste Abstufung wäre, er macht gar nicht mit und ist außerhalb, das wäre insgesamt für das Energiefeld, also dann beginnt das Energiefeld abzusacken mit dem, was ich vorher beschrieben habe, wenn derjenige dabei ist, seine Grenzen mitteilt, sackt noch nichts ab. Ja, und wenn aber einer draußen ist, dann, oder absagen ist das falsche Wort, das kann dann nicht richtig abheben, weil einer immer wie so das wieder runter, dieses Fehlende zieht es dann immer wieder runter, weil der den Energieanstieg nicht mitmacht. Also das wäre schade. Wenn die anderen das aber weitermachen, dann wird sozusagen die energetische Differenz oder die Differenz von dem Energiegrad, die wird immer größer. Die wird immer größer, bis die Differenz so groß ist, dass derjenige selber das nicht mehr aushält und dann entweder das Ego sterben lässt und mitmacht oder das Team oder die Gruppe verlässt. Und das wird zwangsläufig dann passieren, weil das ist, wenn die Differenz zu groß ist, ist das für denjenigen nicht mehr auszuhalten. Okay. Und deswegen deswegen sage ich, das hat so eine Macht, ja. Das, wenn ich damit beginne, dann wird es das Feld in jedem Fall ändern. Das ist nicht zu verhindern. Und es kommt dann, ja, wie auch auf eine Art, wie wir im großen Ganzen jetzt sehen, zu einer Art Aufspaltung der Gesellschaft. Ein Teil macht diese Bewusstseinsentwicklung mit und ein Teil möchte das noch nicht oder nicht, ne, aus welchen Gründen auch immer. Okay, danke. Das waren jetzt gerade erstmal meine Fragen. Und vielleicht noch zu deiner vorhergehenden Frage, weil du gesagt hast, unterschiedliche Arten von Verbindung. Also die Transformation findet über das Mitteilen der Emotionen statt. Das ist sozusagen das, worum es im Kern geht. Und man sieht oft oder meistens, dass zunächst Kopf und Körper, also Gedanken, Körperempfindungen kommuniziert werden, weil das für das System scheinbar sicherer ist. Da gibt es keinen Beziehungskontext. Und erst dann, wenn das System gelernt hat, ich kann die Gedanken, die Körperempfindung mitteilen, es scheint sicher zu sein, dann kommen auf einmal die Emotionen und das ist das, wo es letztlich dann drum geht. Aber ich kann das wiederum nicht zu einer Strategie machen, dann bin ich wieder raus. Aber es ist ganz gut, das zu wissen. Ja, ich würde gerne direkt dran anschließen. Du sagst, das Energiefeld sackt dann ab. Ist das was, was du selbst auch bei Treffen spürst körperlich, dass das absackt oder ist das für dich? Das hatte ich korrigiert. Es sackt nicht ab, sondern der Energieanstieg wird dann wie so gebremst. Also absacken tut es nicht. Das wäre falsch ausgedrückt. Okay. Das kommt ja aber auch vor, wenn du Treffen machst, also Veranstaltungen, dass du öfter mal sagst, das Energiefeld hat sich jetzt angehoben oder so. Also das spürst du schon selber auch körperlich oder ist das für dich mehr so eine logische Schlussfolgerung? Also auf eine Art beides. Es ist, also für mich wirken da Gesetze wie in der Physik, die sind ganz präzise und ich kann die auch erklären und beschreiben, warum und weshalb, und gleichzeitig spüre ich das. Also ich spüre das nicht mit dem Körper, sondern es ist wie so eine feinere Wahrnehmung. Ne? Mhm. Ja. Und dann habe ich auch eine ganz praktische Frage, weil ich da selber oft dran hängen bleibe, wenn ich jetzt die Formulierung mache, mein Kopf denkt das, Punkt, 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 oder in meinem Kopf ist der Gedanke das, Punkt, Punkt, Punkt. Ist da ein gradueller Unterschied? Ist das eine irgendwie noch ein bisschen distanzierter? Weil für mich fühlt sich an, wie mein Kopf denkt das, ist noch ein bisschen mehr dran, so das ist mein Kopf. Oder ist das beides gleichwertig als Satzbeginn? Ich habe den Unterschied jetzt nicht ganz mitbekommen. Mein Kopf denkt das und was war das andere? Oder in meinem Kopf ist der Gedanke das. Und so. Ja, das zweite, also in meinem Kopf ist der Gedanke, dass das fühlt sich für mich nach mehr Identifizierung an. Oh echt? Ich hätte es jetzt andersrum gedacht. Aber weißt du, das ist nicht der Punkt. Das Ding ist, wenn das einmal begriffen wurde, worum es da geht, dann ist eigentlich die Formulierung nicht so der Punkt. Das dient nur dazu, im Prinzip Menschen, die völlig damit identifiziert sind, einfach, wenn die sich zwingen, diesen Satz anfangen, und ich habe nur einen definiert, ja, und das wäre ja dann auch wiederum die Frage, warum man da immer neue Formeln erfinden muss. Ich habe einen Satzanfang definiert, mein Kopf denkt so. Es gibt keinen Grund, eigentlich über was anderes nachzudenken. Das dient dazu, die Menschen auf eine Art an dem Abwehrsystem vorbeizubringen, ja, dass sie sich lösen können. Ja, das ist wie,
im Prinzip ein Lehrer, der würde vielleicht das auf mit seiner Person, mit der Art, wie er mit dem Schüler umgeht, würde dem Menschen helfen, da aus der Identifizierung mit dem Gedanken rauszukommen. Und beim ehrlichen Mitteilen macht das halt diese Floskel, ja, wenn man die wirklich nutzt. Ich dachte, ich hätte bei dir schon beides gehört, aber ist auch ja, klar. ich sage auch manchmal was anderes, aber ist vielleicht gar nicht so gut, da verschiedene Varianten zu bringen. Und du sagst ja auch oder empfiehlst, dass man das am besten in der Partnerschaft anwenden sollte, da wäre es am wirkungsvollsten. Und du hast da auch mal erwähnt, dass das Aufeinanderzugehen da kein Ende nimmt. Und wie ist das gemeint? Ist das dann so eine Symbiose oder so eine Art von Gleichschaltung? Oder ist das einfach so eine immense Offenheit für den Partner und für das immer Neue? Das ist nichts davon und kann alles sein, weißt du? Der Verstand, der will immer irgendwie, der will irgendwie etikettieren und Schubladen und benennen. Ne? Was da passiert, kann man überhaupt nicht beschreiben. Das, ja, es ist aber auch keine Symbiose, weil eine Symbiose braucht ein Baby. Da gibt es noch die Beziehung auf Erwachsenenebene, die ist beides, die ist Nähe und Unabhängigkeit gleichzeitig. Im Kontakt, und das ist eben definiert durch nicht, dass etwas passiert, sondern dass ich mich mitteilen kann. Das ist der Punkt. Also eine Erwachsenenbeziehung, die definiert sich dadurch, dass ich eben das, was in mir ist, mitteilen kann und dass es gehört wird. Aber nicht, dass zwangsläufig irgendwas im Außen passiert. Bei einem Baby ist es anders. Da muss was im Außen passieren, was dem Baby entspricht und was es braucht, sonst stirbt es. Ne? Und auf Erwachsenenebene ist das halt nicht mehr der Fall. Und es ist was Mysteriöses. Also wenn wir das machen, dann passiert eben was, was ich dieses Ding nicht vorstellen kann. Wir lösen uns aus der Matrix raus. Und das ist einfach, ungeheuerlich. Also ich kann nur immer sagen, probiert's aus. Es nützt gar nichts, dem Verstand da jetzt irgendwas hinzulegen, weil der kommt da eh nicht mit. Also das, was da passiert, da kommt der nicht mit. Das kapiert der nicht. Ja. Ich kann nur sagen, probiert's aus. Macht's einfach und dann, wenn ihr es beschreiben könnt, was dann passiert, bitte gerne sagen, dann veröffentliche ich das. Also ich kann es nicht wirklich beschreiben, was das ist, weil es hat, man kann weder sagen, das ist dann erfüllend, noch nicht erfüllend, weil ab dem Punkt spielt es auch keine Rolle, ob da Leiden oder Konflikt in der Partnerschaft ist oder das geht einfach über alle Kategorien und Begriffe hinaus. Ja, ich bin noch am Anfang. Vielleicht kann ich in einem halben Jahr andere Fragen stellen. Also das, was du am Anfang in jedem Fall erleben wirst, ist, dass sich der Körper entspannt, dass du wie so aufwachst und den anderen besser sehen kannst. Ja, auf einmal, dass Freude kommt, Neugier. Also das ist so da, wo das losgeht. Das ist sozusagen der Beweis, dass das autonome Nervensystem in die Regulation kommt und der Vagus anspringt. Aber das geht dann ins Mysteriöse rein. Wenn du das weitermachst, also wenn ihr beide das macht. Ne? Und wenn du jetzt Veranstaltungen gibst, ich habe viele Videos von dir gesehen, da sagst du oft, wenn du im Publikum merkst, dass da Unruhe ist, so jetzt schaut euch mal um, schaut euren Sitznachbarn an und schaut den in die Augen, um eine Sicherheit zu bekommen. Und wie ist das jetzt, wenn ich in den Augen des Gegenüber keine Sicherheit finde, jetzt zum Beispiel bei einem feindlich gesinnten Arbeitskollegen oder einem Chef? Also Da muss ich gleich einhaken, weil das kann man so nicht formulieren. Das ist einfach wichtig, das auf den Punkt zu formulieren, weil es ist nicht so, wie du das jetzt beschrieben hast. Es geht nicht darum, jemanden in die Augen zu gucken, um dort Sicherheit zu finden. Das ist die Idee des Verschmelzungstyps. Das ist das, was der macht. Der kippt sich auf den anderen raus und versucht dort draußen eine Insel von Stabilität zu finden, indem er sich selbst verleugnet. Das ist die Strategie von einem Verschmelzungstyp. Das ist aber nicht das, was worum es da geht, sondern worum es da geht, ist nicht irgendwo im Außen Sicherheit zu finden, sondern es geht darum zu prüfen, ob ich gerade in Lebensgefahr bin oder nicht. Das ist ein völlig anderer Vorgang. Das ist keine Selbsthypnose oder ein symbiotisches Verschmelzen mit einer Projektion, sondern das ist ein In-Kontakt-Treten mit der Realität und prüfen, ob denn jetzt eine reale Gefahr da ist, weil die ganze Unruhe kommt aus der unbewussten Idee, dass es gefährlich ist. Deswegen geht es darum, das zu prüfen, damit das Nervensystem
in Kontakt kommen mit der Realität, damit da Informationen reingehen. Und wenn ich das anders mache, dann gehen keine Informationen rein. Dann versuche ich in der Trennung mit mir irgendwas zu machen, mir einzureden, alles ist sicher oder sowas. Das funktioniert nicht, weil es keinen Kontakt zur Realität gibt. Und diese alte Programmierung, die kann nicht durch eine neue Programmierung überschrieben werden. Das ist ja das, was man mit Selbsthypnose und so weiter versucht. Sondern das kann ja gar nicht funktionieren, weil das Alte immer stärker ist als diese neuen Illusionen. Was aber das überschreiben kann, ist eine reale Erfahrung von Kontakt und die damit durchfließenden Informationen. Das ist stärker und das wird die Projektion von Gefahr überschreiben. Deswegen müssen wir rausgucken und herausfinden, ob eine Gefahr von dem anderen jetzt ausgeht. Und eine Gefahr ist immer eine Handlung. Es spielt keine Rolle, wie der Mensch innerlich strukturiert ist, was der jetzt gerade denkt. Es kann ja sein, dass der mich hasst und mich am liebsten umbringen will. Aber solange der das nicht macht, ist es keine Gefahr. Der kann mich hassen und töten wollen, wie der will. Wenn der nicht auf mich losgeht mit einer Waffe, ist die Umgebung sicher. Und es ist immer dieser Moment, da kommt der Verstand, aber was ist, wenn er mich in 5 Minuten und so weiter? Nee, dieser Moment, bin ich diesen Moment in Lebensgefahr, ja oder nein? Und das ist, wenn man nach draußen guckt, ganz klar zu beantworten. Das hat das mit den Sinnen zu tun, ne? Was sehe ich da draußen? Ja, das meinte ich eigentlich auch. Aber es ist jetzt nicht so eine Garantie, dass wenn ich mich umschaue, dass ich mich dann auch sicher fühle, weil es kann ja sein, dass ich trotzdem in einem Gefühl von starker Unsicherheit bleibe und die Situation nicht verlassen kann. Aber dann muss ich das halt in einem anderen Setting für mich stabilisieren, oder? Nochmal, das geht so nicht. Das ist nicht das, worum es geht. Es geht nicht darum, dass du dich umguckst, damit du dich sicher fühlst. Das ist die Strategie vom Verschmelzungstyp. Ich versuche es nochmal zu sagen. Es geht nicht darum, sich umzugucken, um sich dann sicher zu fühlen. Das ist eine Strategie. Es geht darum, zu prüfen, ob ich in Gefahr bin. Weil es kann ja sein, dass du wirklich in Gefahr bist. Stell dir mal vor, du bist in einer realen Gefahr und versuchst dann so lange, dich umzugucken, bis du dich sicher fühlst. Das macht keinen Sinn. Wir müssen prüfen, ob wir in Gefahr sind oder nicht. Und wenn wir in Gefahr sind, dann müssen wir wegrennen oder kämpfen. Und wenn nicht, wenn wir feststellen, nein, wir sind gar nicht in Gefahr, dann können wir uns entspannen. Aber das, was du sagst, ist die unbewusste Strategie des Verschmelzungstyps, die nicht zum Kontakt führt. Wenn du dich umguckst, damit du dich sicher fühlst, kommst du nicht in Kontakt und das funktioniert dann nicht. Weil kein Kontakt zustande kommt. Und dann ist der alte Movie ist dann immer stärker und wird dich dann, der wird nicht mal angekratzt dadurch. Gut, das war jetzt eigentlich meine Theorie vielleicht, weil ich dachte, ich wäre eben nicht der Verschmelzungstyp, weil ich neige dazu, mich einzuigeln und eher abzugrenzen oder alles für mich alleine machen zu wollen. Und ich hätte das jetzt so als Lösung für mich mir vorgestellt, aber so ist es scheinbar nicht. Die Lösung ist immer die gleiche, in Kontakt treten. Und Kontakt heißt, wir müssen nach draußen gucken, wir müssen Informationen reinlassen und auch von uns was sagen. Nur so kommen wir in Kontakt. Und alles andere ist Kreisen im Gefängnis. Ne? Also ich weiß nicht, was für eine Strategie du verfolgst. Es kann auch sein, was eben typisch ist. Also woran man das sehen kann, ist, wo der Fokus ist. Ein Verschmelzungstyp hat den Fokus immer im Außen. Und dann kann natürlich sein, als Gegenpol, dass er dann denkt, ah, es wäre so schön, wenn ich mal allein sein könnte. Am liebsten würde ich eine Weltreise alleine machen und dann denken die, ach, ich bin der Autonomie-Typ. Nee, das ist nur die Kompensation davon. Es geht darum zu gucken, wo ist der Fokus. Ein Autonomie-Typ, der denkt gar nicht über andere nach. Der ist nur in seinen Gedanken oder seinen Körperempfindungen zu Hause. Der nimmt gar nicht wahr, dass da noch andere sind. Ja. Das heißt, der Autonomie-Typ fragt sich nicht ständig, was denken die anderen von mir und bin das ich okay so? Okay, interessant. Also der ist dauernd da draußen. Was denkt der andere? Was macht er? Der ist da draußen ständig am Rumnavigieren und verleugnet sich selber. Und deswegen entsteht ja der Druck im Hintergrund und die Kompensation dann. Weil das ist immer beides da. Deswegen, um das nochmal kurz zu erläutern. Der Verschmelzungstyp ist da draußen und navigiert da rum und verleugnet sich selber. Und der Gegenpol ist immer, das ist immer beides da. Nur in der Kindheit sozusagen ist das Ausleben und das bewusste Agieren auf dem einen Pol hat zu einer Pseudolösung geführt. Aber innerlich
läuft der Gegenpol, ja, um das in Balance zu halten. Das heißt, man hört von den Verschmelzungstypen nie, dass die am liebsten, also dass sie träumen, alleine zu sein, eine Wohnung am Wald haben, am liebsten alleine Weltreise machen. Das hört man von denen nicht. Ja. Das ist aber da. Aber die Energie, die Aufmerksamkeit geht nach draußen. Beim Autonomietyp ist das umgekehrt. Der hat alles bei sich, ja. Der ist da. Aber was fehlt dem? Dem fehlt Erfahrung von Verbindung und Verschmelzung. Also was passiert? Der hat in sich, hat er ständig was laufen mit Verschmelzung, Drogenkonsum, Ekstasen. Der ist dauernd, der sucht wie dauernd nach Erfahrung von Unendlichkeit, von Einssein. Da ist er dauernd beschäftigt. Das hören wir aber nicht. Ja, das wird dann verheimlicht. Ja, weil das ja als Kind nicht willkommen war. Also er wird es auch sozusagen heute nicht mitgeteilt. Also wäre eine Möglichkeit zum Beispiel für den Verschmelzungstyp, dass er mal anfängt zu sagen, dass er eigentlich die Schnauze voll hat, ständig sich um andere zu kümmern. Und da kommen wir auch gleich zu den Kernemotionen, weil das ist das, was der Verschmelzungstyp am tiefsten verdrängt hat. Das ist Wut. Der kümmert sich zwar um alle, aber gleichzeitig hasst er die auch, weil er dafür seine Bedürfnisse verleugnet. Der Autonomietyp, bei dem geht es um Traurigkeit. Der hat völliges Verlassensein in seinem System und das Gefühl dazu ist Traurigkeit. Das heißt, das ist das, was der am tiefsten verdrängt hat. Also am Kern ist die Lösung für den Verschmelzungstyp, dass er irgendwann seine Wut schafft mitzuteilen und für den Autonomietyp seine Trauer. Ja, und dann wird das alles rund und dann fallen diese Pole, die werden dann wie so eins und dann muss das nicht mehr getrennt ausgelebt werden, sondern dann findet das im Kontakt gleichzeitig statt. Dann kann ich sagen, ich hätte jetzt gerne mehr Nähe oder ich sehne mich nach mehr Nähe oder ich brauche jetzt ein bisschen Unabhängigkeit und ich kann beide Emotionen austauschen und das ist dann die eigentliche Transformation. Und dann geht der Zentralkanal auf. Ja. Dann bin ich am Tor zur Spiritualität. Okay, das war jetzt eine völlige Kehrtwendung meiner Frage und auch meiner Ansicht über mich selbst, aber vielen Dank. Nee, es war gut. Ja, ich habe mich gefragt, in der Partnerschaft sollte dort auch nur einmal am Tag ehrlich mitteilen gemacht werden, wenn man das schon über längeren Zeitraum gemacht hat? Oder kann man das dann anpassen, weil morgens der eine große Ladung mit sich trägt und abends der andere? Ich würde zum Üben, ganz am Anfang würde ich das so machen, einmal am Tag eine ritualisierte Runde, damit das die Sicherheit bekommt, ja, und auch die Effizienz. Also Ritual und abgetrennt und so weiter, das erzeugt eine Struktur für diesen Prozess. Und wenn ihr da mehr Übung habt, ja, und realisiert habt, aha, da passiert eigentlich nichts Schlimmes, dann wird es automatisch sich immer mehr in den Alltag ausbreiten. Und dann, klar, dann könnt ihr das auch anpassen. Und also aus meiner Erfahrung, ich mache das dann eigentlich, läuft es dann so, dass ich eigentlich ab und zu, wenn es Probleme gibt, einen Gedanken mitteile und das Gefühl mitten im Alltag. Also es wird dann wie so automatisch eigentlich in den Alltag reinragen. Aber sagt man dann vorher Bescheid, du, ich habe gerade was, schenk mir mal deine Aufmerksamkeit, weil der andere ist ja vielleicht auch gerade in Gedanken und schneidet Brot oder... Also schenk mir mal deine Aufmerksamkeit, das machen wir sowieso nicht, weil das wäre Manipulation des Verschmelzungstyps, das ist das, was der immer möchte. Also diese Frage stellt sich dann gar nicht, weil beide so sehr realisiert haben, dass diese Ebene das Wichtigste ist, worum es geht. Diese Frage, die stellt sich dann nicht, weil beide immer mehr den Fokus darauf haben. Und wenn jemand sowas mitteilt, ist sofort, ne, das ist das Wichtigste, worum es geht. Da muss man nicht noch bitten, dass jemand aufpasst. Das ist nur am Anfang, vielleicht wenn der Partner noch nicht realisiert hat, welche Bedeutung das hat. Und du meintest ja gerade, hast du über Verschmelzung und Autonomietyp gesprochen. Man kann das aber nicht anhand von Diagnosen schon festmachen. Jemand, der depressiv ist, ist immer Verschmelzung oder das hat damit nichts zu tun. Ne? Das hat damit nichts zu tun. Ne? Mhm. Okay. Wenn man den 10-Minuten-Rahmen hat und dann irgendwann kommt ja, wenn es gut läuft, sage ich mal, tiefe Freude und Stille. Und dann soll aber trotzdem weitergesprochen werden oder darf man das denn genießen? Das
Wenn man das nämlich eine der Zeit lang. Der Verstand will immer irgendwas machen. Der will immer in dem Ganzen, der will immer in den Lebensfluss eine Struktur rein. Der will da seinen Stempel und sein, der will das kanalisieren. Und ich kann immer nur wieder betonen, dieser Verstand kriegt das nicht auf die Reihe, was da passiert. Das ist nicht möglich. Solange solche Gedanken da sind, ist eine Identifizierung mit dem mentalen Raum vorhanden. Und dann würde ich das auch mitteilen, ja. Okay, das waren erstmal. Kann jemand anders weitermachen? Ja, Gopal, vor ein paar Tagen habe ich von dir gehört, dass Angst kein Gefühl ist, sondern eine Körperempfindung. Und für mich war es eigentlich immer andersrum, dass ich dachte, ja, Angst ist eigentlich ein Gefühl. Und gut, wenn ich genauer hingucke, fühlt sich der Körper dann irgendwie aufgeregt an. Also was kannst du dazu sagen, dass Angst gar kein Gefühl ist? Das sind einfach, also zwei Sachen. Also rein fachlich kann ich das jetzt alles erklären, mache ich auch gerne, warum das eben ein Körperzustand ist und kein Gefühl. Rein praktisch ist der Unterschied nicht so entscheidend. Ich höre das immer wieder, die Menschen leben mit der Idee, dass Angst ein Gefühl ist. Und wenn ich dann sage, es ist eine Körperempfindung, gibt es so ein Durcheinander, dann sage ich, okay, wenn das so viel Probleme macht, dann teile es als Gefühl mit. Das stört den Prozess nicht. Ja, wenn jemand sagt, ich fühle Angst, beim ehrlichen Mitteilen passiert, geht die Welt nicht unter. Nur wenn es um die Mitteilung der Gedanken geht, da muss man einfach wirklich präzise sein. Warum ist das kein Gefühl? Da müssen wir erstmal sagen, was Angst überhaupt ist. Was ist Angst? So, oder wie entsteht Angst in uns? Und dieser Zustand, den wir Angst nennen, entsteht in einer ganz bestimmten Konstellation. Und das nennt man die traumatische Zange. Das heißt, wenn wir in realer oder erlebter Gefahr sind und Ohnmacht und Hilflosigkeit dazu kommt, also wenn wir nicht handeln können, wenn wir die Situation nicht ändern können, dann entsteht in uns der Zustand, den wir Angst nennen. Und da geht es ums Überleben des Körpers. Da gibt es keinen Bindungskontext. Und Gefühle sind immer auf der Ebene des Bindungskontextes. Es gibt kein Gefühl in einem isolierten Raum nur mit mir selber. Das gibt's nicht. Gefühle haben immer einen Bezug zu einem anderen. Gefühle spielen immer nur auf der Beziehungsebene ab, ja? Also Wut, Trauer, Eifersucht und so weiter. Das ist die Ebene von Kontakt und von Sicherheit. Sicherheit in dem Sinne, dass unser Körper nicht in Gefahr ist. Gefühle springen nur an, also sind nur im Bewusstsein, wenn wir soweit so in Sicherheit sind, dass wir uns sozialen Kontakt leisten können. Sonst fährt das Nervensystem runter und dann ist das Social Engagement System sowieso aus, weil das keinen Sinn macht. Unter Gefahr macht soziale Interaktion keinen Sinn. Auch Zeitkontinuum und so weiter. Zukunft macht keinen Sinn. Und Angst bedeutet, wenn man da hinguckt, das ist nur ein Stresspegel im Körper. Ja, also das ist Teil dieses Kontinuums des autonomen Nervensystems. Wenn man ganz vorne anfängt, haben wir Entspannung und Regulation. Ja, dann die nächste Stufe ist Stress, Aufregung, Stress. Wenn der Stress größer wird, ja, dann wird es zu Angst, dann zu Panik. Und wenn dieser Angst-Panik-Komplex lang genug andauert, dann ist das System irgendwann so am Ende, dass es sozusagen wie so aufgibt und kollabiert. Das nennen wir dann Depression. Und dann gibt es sozusagen noch etwas, wenn der Tod unmittelbar bevorsteht, wenn der Organismus direkt realisiert, dass man jetzt stirbt, also zum Beispiel bei einem gefangenen Tier, wenn dann das Raubtier anfängt, hier zuzubeißen, dann gibt es einen Kollaps. Ja, dann geht die ganze Spannung aus dem System raus und der Organismus kollabiert, der fällt wie ein sagt zusammen, das kann man auch oft auch bei gejagten Tieren sehen, also in so Jagdszenen bei Filmen, kann man das sehen, dass kurz bevor das Raubtier das Tier erwischt, dass das kollabiert. Noch bevor die Fangzähne in das Tier reingreifen, kollabiert der Organismus. Und das ist alles das gleiche Kontinuum. Und was bedeutet denn das? Ich hatte ja gesagt, traumatische Zange. Wenn wir in Gefahr sind, dann fährt der Körper hoch, der liefert Energie für eine physische Handlung. Kämpfen oder fliehen. Wenn ich mitten in einem Überlebenskampf bin, habe ich keine Angst, weil da fließt die Energie. Wenn ich am Davonrennen bin und um mein Leben renne, habe ich auch keine Angst. Das muss man sich wirklich mal klar machen. Wenn man um sein Leben rennt und die Energie kanalisiert wird, ist da keine Angst. Das ist frei fließender
Lebensfluss. Nur wenn das nicht geht, wenn also Gefahr da ist und ich kann die Situation nicht ändern, dann wird diese Energie, weil die nicht durch kann, die muss dann um sich selber zirkulieren. Und das ist das, was wir Angst nennen. Das ist einfach wichtig, das alles zu wissen. Und was ist denn jetzt eine Gefahr? Eine Gefahr ist immer eine Form von Grenzüberschreitung. Kommt ja nicht irgendwann auch Wut dazwischen, weil wenn eine Grenzüberschreitung ist, dann ist doch eigentlich... Wollte ich gerade sagen. Okay. Wollte ich jetzt gerade drauf zu sprechen kommen. Wenn es zu einer Grenzüberschreitung kommt und es besteht keine Ohnmacht, dann kommt Wut. Ja, wenn uns jemand in die Hacken fährt, im Supermarkt, am Warten, Wut. Ja. Und das ist die Gefühlsebene, weil es sozusagen noch sicher genug ist. So, wenn ich jetzt Angst auflösen will, dann bringt es nichts, zu versuchen, dem Menschen zu helfen, in die Entspannung zu kommen. Das ist das, was viele Therapien oder auch Medikamente versuchen. Man gibt dann dem Menschen ein Medikament oder versucht, dem Menschen zu helfen, in die Entspannung zu kommen. Das ist völliger Blödsinn und an der Realität des Nervensystems vorbei. Das machen nur Menschen, die nicht begriffen haben, was da los ist. Weil wenn Angst da ist, heißt das ja, der Mensch hält Kampf-Flucht-Energie fest. Und auf der emotionalen Ebene, wenn das frei gesetzt ist, wenn sicher da ist, ist das Wut. Das heißt, ich muss dem Menschen nicht in die Entspannung versuchen zu verhelfen, weil unter Lebensgefahr will der Mensch, der Körper nicht, sich nicht entspannen. Der Körper glaubt ja bei Angst, er ist in Lebensgefahr. Wenn ich dem jetzt versuche, in die Entspannung zu verhelfen, das ist ja völlig absurd. Ich muss also das Gegenteil machen. Ich muss dem Menschen helfen, an die Wut ranzukommen und an diese körperliche Energie, dass die freigesetzt wird. Und wenn in dem Moment, wo die Wut da ist, ist die Angst weg, weil Angst und Wut gleichzeitig geht nicht. Es geht auch, wie gesagt, nicht gleichzeitig kanalisieren über Bewegung und Angst. Das geht alles nicht gleichzeitig. Deswegen sieht man, dass das mit dem Körper zu tun hat. Wenn das nicht mit dem Körper zu tun hätte, dann würde die Angst irgendwie weitergehen, unabhängig von dem, was ich mit dem Körper mache. Aber es ist ja zu sehen, sobald die Energie in den Körper kanalisiert wird, ist die Angst sofort zu Ende. So, und jetzt müssen wir noch, um das komplett zu machen, müssen wir jetzt noch zwei Sachen unterscheiden. Wenn jemand noch nie sich abgrenzen konnte wirklich und zutiefst in seinem System seit der Kindheit verankert hat, dass er sich nicht abgrenzen darf, dann wird das ein Mensch sein, der entweder unter Ängsten oder Depressionen leidet, zwangsläufig. So jemanden muss man erst helfen, in das Ausagieren zu kommen. Das heißt, man muss helfen, dass das freigesetzt wird und dass er das ausagiert, schreit, haut auf ein Kissen. Nicht kathartisch, aber ausagieren. Ja? Mit erwachsenem Bewusstsein, aber physisch kanalisieren, ausagieren. Weil das ist auch das, was ein Kind macht in der Wachstumsphase. Das agiert zuerst aus, bevor es sinnvollere soziale Interaktionen lernt, um damit besser sozialverträglicher umzugehen, um Beziehungen nicht zu gefährden. Weil ausagieren, damit zerstöre ich ja die Beziehung. Also muss ich diesem Körper erstmal helfen, dass der lernt, wie sich das anfühlt. Und das geht eben nur über Ausagieren, wenn der das noch nie gemacht hat. Wenn das passiert ist oder Menschen, die das prinzipiell kennen, dann ist der Vorgang ein anderer. Dann muss ich den Menschen helfen zu realisieren, dass sie heute darüber sprechen können mit dem Menschen, der ihnen nahe ist. Da ist also der Vorgang ein anderer. Ich muss also das nicht in die Kanalisierung bringen, sondern ich muss es in die Kommunikation bringen. Und dann sind wir wieder beim ehrlichen Mitteilen. Ich fühle Wut und Hass. Ich spüre Angst. Mein Kopf denkt, dass du mir was Böses möchtest. Das ist alles. Dann beginnt es sich aufzulösen. Danke. Ich glaube, das habe ich jetzt verstanden. Und ich habe auch mitgekriegt, dass sich viele Menschen so eine Gefühlsliste wünschen. Das, weil irgendwie nicht klar ist, was da für ein Gefühl ist. Und die hätten gerne eine Liste, was denn nun überhaupt Gefühle sind. Aber das findest du keine gute Idee, oder? Das gehört zu den Fragen, die immer wieder gerne gestellt werden. Das ist der Verstand, der will Kontrolle und Orientierung. Und das ist nicht hilfreich. Ja. Also das gehört nicht zum ehrlichen Mitteilen, solche Gefühlslisten. Das kann man sich außerhalb des ehrlichen Mitteilens mal anschauen. Ja. Da habe ich ja nichts dagegen. Aber es geht nicht, dass ich mir während dem ehrlichen Mitteilen eine externe Stabilisierung hole. Dann bin ich ja wieder nicht beim Mitteilen, sondern der Weg wäre, mein Kopf ist die Idee oder mein Kopf denkt, dass ich unbedingt mehr wissen müsste über Gefühle. Oder mein Kopf denkt,
Ich muss wissen, welche Gefühle es gibt. Oder mein Kopf denkt, ich muss wissen, welches Gefühl jetzt da ist, weil sonst das ehrliche Mitteilen angeblich nicht funktioniert. Wir müssen nichts ändern. Wir müssen nicht wissen, was das ist. Ja, sondern es geht darum, das mitzuteilen, was da ist. In meinem Kopf ist die Idee oder der Gedanke, da ist jetzt ein Gefühl, aber ich weiß nicht, wie das heißt. Und wenn wir Gefühlslisten wollen, das ist die Handlungsstrategie des Egos, des Verstandes. Es will etwas tun mit den Gefühlslisten, damit dann angeblich die Bindung funktioniert. Das ist die ganze Illusion aus dem Entwicklungstrauma. Und das ist nicht wahr. Und das, wenn man da genau mal hinguckt, fühlt sich das auch nicht gut an. Ja, danke. Mindestens anstrengend, weil da muss ich wieder was tun. Ja, Gefühle lernen, am besten auch auswendig lernen. Dann kann man Trainings anbieten, kann man einen ganzen Wirtschaftszweig draus machen. Und dann sind wir völlig ab vom Weg gekommen. Also der Weg ist das Ziel. Absolut. Ehrliches Mitteilen selbst ist schon das, worum es geht. Genauso wie Meditation. Meditation ist Weg und Ziel gleichzeitig. Und ehrliches Mitteilen genau dasselbe. Ehrliches Mitteilen ist das, was unsere Organismen brauchen. Das ist kein Umzug. Ja, schade eigentlich, dass wir es wieder lernen müssen. So, also ja. Nee, müssen wir auch nicht. Das ist jetzt die nächste Stufe. Ja, das ist auch wieder Quatsch. Nein, man muss gar nichts lernen. Es ist einfach ja gar nichts. Ja. Gopal, du hast ja jetzt viel auch von Gefahr gesprochen. Meintest du aber immer jetzt wirklich physische Gefahr, die in der Nähe sichtbar ist? Ja, alles andere ist keine Gefahr. Ja, ich erlebe es aber so, dass es eben auch strukturelle Gefahr gibt, weil es auch strukturelle Macht gibt. Also wenn ich zum Beispiel weiß, dass jetzt irgendwo Gesetze gemacht werden und über Maßnahmen gebrütet wird, die mein Leben bedrohen, im Endeffekt da sogar. Ist das, ja klar, das sind nur Gedanken. Das ist Kopf in die Zukunft projiziert. Das ist keine Gefahr. Das ist die Idee von einer Gefahr irgendwann in der Zukunft. Das ist aber keine reale Gefahr. Eine Gefahr ist immer eine Bedrohung deines physischen Überlebens jetzt. Alles andere ist keine Gefahr. Ja, aber jetzt werden doch diese Maßnahmen gemacht. Ja, aber jetzt ist dein Leben doch nicht in Gefahr. Naja, aber ich muss vielleicht jett schon Maßnahmen ergreifen, um dem zu entkommen. Es geht um die Gefahr. Was ist Gefahr? Gefahr ist, wenn dein physischer Körper jetzt bedroht ist. Im Überleben, das ist Gefahr. Alles andere ist keine Gefahr. Alles andere hat keine Relevanz für diesen Organismus, sondern ist der Kopf, der etwas in die Zukunft projiziert. Das ist ganz, ganz wichtig, weil das hängt mit der Physiologie zusammen. Das ist ja die ganze Illusion. Keine Gefahr ist, wenn jemand was denkt, wenn er mich hasst, wenn irgendwelche Dinge passieren im Hintergrund, die jetzt gerade keine Auswirkungen auf mich haben. Das ist keine Gefahr. Eine Gefahr ist immer, wenn jetzt die Bedrohung da ist. Also wenn ich am Verbluten bin, am Verbrennen, am Ersticken, am Verhungern, am Verdursten. Das ist Gefahr. Wenn jemand mit einer Waffe jetzt auf mich zugeht, das ist eine Gefahr. Und nur das rechtfertigt, dass der Körper die Energie aufwendet, um in einen Verteidigungsmodus zu gehen. Sonst ist es Energieverschwendung und eben nicht an der Realität angemessen. Ja, ich verstehe total, was du sagst, aber ich sehe auch, es ist ein natürliches Bestreben, die beste Gefahr ist, in die ich es gar nicht reinkomme. Ne? So, und das, was du jetzt sagst, da wird etwas nicht Gelöstes aus der Kindheit auf ein Szenario in der Zukunft projiziert. Das hat mit dem Szenario, was in deinem Kopf ist, nichts zu tun, sondern das dient nur als Kanalisierungsmöglichkeit, weil es noch keinen Raum im Beziehungskontext hatte. Also sucht das System Projektionsflächen. Und Projektionsflächen ist zum Beispiel Szenarien in der Zukunft oder außerhalb des jetzigen sichtbaren Bereichs. Also, weißt du, es ginge darum, den Zustand, den du damit in Verbindung bringst,
Das ist das, was du längst erlebt hast als Kind. Und das müsstest du in den Beziehungskontext bringen, in den Austausch mit der Beziehung, die du jetzt hast. Und wenn das durchgelaufen ist, dann fällt diese Gefahrenprojektion über die Zukunft oder Systeme, die fällt weg. Das fällt wie ein Kartenhaus zusammen, weil das da gar nicht ist. Das dient nur dazu, das System zu regulieren, weil es noch keinen Raum in der direkten Kommunikation hatte. Und natürlich wirst du mir jetzt sagen, ja, das ist aber doch real. Und ich sage dir, nein, das ist nur im Kopf. Das dient nur zur Selbstregulation. Und natürlich kann es sein, dass das eine reale Geschichte ist, die irgendwann eintritt. Aber das hat mit dieser Ladung im System nichts zu tun. Ja, das ist mir klar. Wenn ich das jetzt in die Kommunikation reinbringe, dann fällt die emotionale Ladung weg. Aber die strukturelle Gefahr bleibt trotzdem bestehen. Also ich weiß, du siehst strukturelle Gefahr, siehst du nicht, aber da kann ich mitleben. Das, was du jetzt meinst mit in Kontakt bringen, ist nicht das, was ich meinte. Es reicht nicht, die Ängste über diese Strukturen in die Kommunikation zu bringen, sondern worum es geht, ist die verleugneten Bedürfnisse, die mit Angst gekoppelt wurden, weil die als Kind keinen Raum hatten, die in die Kommunikation zu bringen. Und dann erst löst sich das auf, weil dann die Ladung keine Projektionsfläche mehr braucht. Und erst dann wirst du sagen, ach ja, stimmt, das ist alles nur Kopf gewesen. Okay. Wir sind, weißt du, das ist so massiv, diese Programmierung. Die Programmierung des Bindungskontextes als Kind, die ist so massiv. Das ist wie in Beton, wie ein Chip gepresst. Und das muss auf eine Art aufrechterhalten werden, weil sonst wird es scheinbar bedrohlich. Und das System macht alles um das Setting der Kindheit und damit den physiologischen Zustand, den Stresspegel aufrechtzuerhalten. Und da ist alles recht. Alles, egal was. Hauptsache, es kann Szenarien projizieren, um diesen Zustand aufrechtzuerhalten. Und wenn ich da irgendwo ansetze, ja, dann, und zum Beispiel so wie das, was ich dir jetzt gesagt habe, das macht ja auf eine Art diese Struktur ein bisschen bröckelig, hoffentlich. Und natürlich, das System will das irgendwie nicht, weil es denkt, dass ich jetzt wieder dieser Gefahr von früher ausgesetzt bin. Ich kann dir nur sagen, probier es aus. Ja, und du wirst sehen, dass dieses Ganze nach draußen gerichtete, dass das komplett aufhört. Da draußen ist gar keine Gefahr. Da ist nichts. Du hast von zwei Typen jetzt gesprochen, Verschmelzungstyp und Autonomietyp. Gibt es da noch mehrere? Also man kann natürlich, es gibt natürlich mehrere Typensysteme und jetzt auf der Ebene gibt es nur diese zwei. Also das ist sozusagen die einfachste Typisierung, die es gibt. Das habe ich eben so entwickelt oder so genutzt, um eben jedermann diese Möglichkeit zu geben und ein ganz einfaches Modell zu haben, um eben loszulegen. Eine komplexere Sicht wäre zum Beispiel das Enneagramm. Aber das ist schon wieder so komplex. Das ist für... Ich will ja eine Transformation der Gesellschaft. Und da brauchen wir was sozusagen auf den Punkt ganz, ganz simpel anwendbar und verstehbar und erlebbar ist. Noch komplexer Astrologie, Tibetan Pulsing, mega komplex, ja. Und natürlich, da gibt es dann immer mehr Feinheiten. Aber das Ding ist, für die eigentliche Transformation ist das nicht notwendig, weil das Leben, das eigentliche Leben, und das sind wir auch ganz nah am Buddhismus, besteht im Prinzip immer nur daraus, auf was zuzugehen, wo ich hin will, was mir gut tut, und vor was wegzugehen, was mir nicht gut tut, was eine Gefahr darstellt. Das macht jedes Lebewesen, auch eine Zelle, einen Einzeller. Der geht dahin, wo die Umgebung gut ist, und geht weg, wo sie nicht gut ist. Das sind die zwei Bewegungen des Lebens. Ja, und das spiegelt sich wieder in diesen Typen. Verschmelzungs- und Autonomietyp. Der Autonomietyp nimmt sich raus. Der Verschmelzungstyp, der will dahin. Und im Buddhismus haben wir sozusagen in dem innersten Kreis, ja, von dem Lebensrad, haben wir ja den Anhaften und Abneigung. Das ist genau das. Der Verschmelzungstyp haftet an. Und der Autonomietyp lebt in der Abneigung. Das sind die zwei Illusionen, oder im Buddhismus heißt es Geistesgifte. Das hängt alles miteinander zusammen. Und im Buddhismus hat man ja noch einen dritten Aspekt, nämlich, das heißt ja da die Unwissenheit. Die Unwissenheit, so wie ich das verstehe, bedeutet eben, solange ich in diesen Polen lebe, erlebe ich mich getrennt. Und ich realisiere nicht, dass es diese Trennung nicht gibt. Wenn ich aber
das habe durchlaufen lassen und gelöst habe, dann wird auf einmal klar, da gibt es gar keine Trennung. Ich erlebe mich dann auch nicht mehr getrennt von meinem Partner oder von meinem Gegenüber. Und das ist meine Ansicht oder Vermutung, dass das damit gemeint ist. Und natürlich in der Meditation gibt es dann natürlich noch weitere Dimensionen. Aber vom Prinzip ist es genau das, was ich auch sage. Das ist genau deckungsgleich. Und das Verrückte ist ja, wir haben das ja sogar noch als Entsprechung im Körper. Ja, Parasympathikus, Sympathikus und der Vagus. Wir haben drei Stränge vom autonomen Nervensystem. Wir haben drei Energiekanäle. Ja, männlicher Kanal, weiblicher Kanal, Zentralkanal. Das dreht sich alles um dasselbe. Und was wir halt nicht realisiert haben oder bis jetzt einfach noch nicht auf dem Schirm hatten, dass wir das auf der Bindungsebene lösen müssen. Dieses Dilemma müssen wir auf der Bindungsebene lösen, weil wir haben diesen physischen Körper hier. Und wir können das nicht in isoliert in der Meditation lösen. Ich habe noch eine Frage in etwas anderem Bereich, und zwar, ich habe mitbekommen, dass du jetzt für bestimmte Organisationen eingeladen wirst, das ehrliche Mitteilen da zu erklären und anzuleiten. Würdest du sagen, dass das ehrliche Mitteilen quasi eine Art ist, Spiritualität in den Mainstream zu bringen? Ja, auf jeden Fall, das wird dazu führen. Also es ist nicht die Absicht davon, aber es wird zwangsläufige Folge sein, weil wenn die Menschen sich verbunden haben und in der Regulation sind und sich gemeinsam entspannen können, dann, wie gesagt, dann geht ja das Tor nach oben auf. Und das wird dann passieren, früher oder später. Und das ist eine großartige Entwicklung. Ja, also das sind große Organisationen dabei, sogar eine Partei. Und das ist zu sehen, dass das funktioniert. Also ich kriege ja das Feedback da, und es gibt ja Bereiche, die jetzt weit weg von der spirituellen und therapeutischen Szene sind, und es funktioniert da genauso. Und die Leute sind begeistert, und es verbreitet sich inzwischen explosionsartig. Und ich, aus meiner Sicht ist das sowieso der letzte Schritt, bevor das wirklich Mainstream in der Gesellschaft wird. Also ich habe ja mit Einzelnen, mit Paaren angefangen, dann das Netzwerk aus den lokalen Gruppen. Und jetzt ragt das halt in die großen Organisationen rein. Und das bedeutet ja auch, dass die Führungskräfte das wollen, ja, oder einige davon, und es dann auch unterstützen. Und dann wird es einfach wahrscheinlich nicht mehr lange dauern, bis das dann auch wirklich das Interesse von der Presse erregt und bis das dann wirklich komplett kollektiv dann in den Fokus rückt. Und die Menschen, die das machen, realisieren, ja genau, darum ging's. Das haben wir die ganze Zeit gesucht. Wir wussten nur nicht, wie wir das hinkriegen. Ne? Ja, ich habe mich auch sehr gefreut, als ich das mitbekommen habe. Gut, ja, das macht Hoffnung, ja. Ja, das waren jetzt meine Fragen erstmal. Ich hätte noch eine Frage. Du sagst, wenn ich dich richtig verstanden habe, dass die Kinder oder die Traumata der Kinder ja im Prinzip eine Widerspiegelung der Probleme der Eltern sind. Und mal angenommen, das Kind würde zu anderen Eltern kommen, wäre das dann komplett anders? Weil ich bin eigentlich der Meinung, so ein Kind oder so ein Wesen bringt ja gewisse Grundthemen und Resonanzen auch schon mit und fordert die irgendwie auch ein, also wird wiederum auch selber gespiegelt. Oder wie siehst du das? Ich glaube, dass es generell keine gute Idee ist, ein Kind zu anderen Eltern zu geben, weil eben die eigentliche Verbindung ja zu den wirklichen Eltern ist. Wenn aber das so destruktiv ist dort, dass es und das Kind hat die Möglichkeit, woanders aufzuwachsen, wo eben nicht so viel Destruktivität ist, dann sieht es natürlich anders aus. Ja klar, wir kommen jetzt wieder in den metaphysischen Bereich rein und natürlich können wir uns darüber unterhalten, aber es wird uns keinen Millimeter voranbringen. Natürlich erschaffen wir auf eine Art das elterliche Umfeld, weil wir diese ganze Geschichte mitbringen, weil das ist ja wie, wir kommen mit diesem Beziehungsmuster auf die Welt. Wenn wir nicht dieses Setting hätten, dann könnten wir ja gar nicht mit der Welt in Kontakt kommen. Da würde gar nichts passieren. Also auf eine Art hängt das alles miteinander zusammen. Ja. Aber ja, klar, man kann sich darüber unterhalten, aber es
wenn wir das jetzt wissen und verstehen, diese ganzen Einsichten, die kommen ja mit der Öffnung der Kanäle. Ja, also wenn ich ehrliches Mitteilen praktiziere und dann meditiere und sich das alles öffnet, dann sehe ich ja, ohne das lernen zu müssen, sehe ich ja immer mehr, bis ich das alles allumfassend sehen kann, was da läuft, auch mit dem ganzen Planeten, ja. Aber es nützt nichts, das dann zu erklären, dann kommt der kleine Verstand und will das dann irgendwie nutzen und dann sind wir wieder raus. Dann hat er wieder was, wie er aus dem Kontakt aussteigen kann. Ja, das spricht natürlich auch mein persönliches Empfinden mit, weil die Eltern kommen bei dir im Allgemeinen ja oft nicht so gut weg. Du sagst dann, bei den Eltern ist nicht mehr viel zu holen, das hat auch in der Vergangenheit schon nicht geklappt. Und ich spür halt einen Konflikt, also ich oute mich jetzt, ich bin Mutter eines Kleinkindes. Und ich fühle mich durch dich oder durch deine Arbeit einerseits bestärkt, also es hilft mir sehr viel, und andererseits fühle ich mich irgendwie verurteilt. Also ich will es natürlich besser machen oder richtig machen, und da komme ich für mich halt in so einen Zwiespalt. Weißt du, das System nutzt alles, was festgehalten ist, um irgendeinen Andockpunkt zu finden. Ob ich das bin mit meiner Geschichte oder irgendwas anderes. Hauptsache, es kann kanalisieren und projizieren. Ne? Und vielleicht habe ich nie irgendjemand verurteilt. Das Einzige, was ich sage, ist, dass die Transformation nicht mit den leiblichen Eltern stattfindet. Ich habe nicht gesagt, dass die leiblichen Eltern schlecht sind. Ich habe nur gesagt, dass die Transformation nicht im Kontakt mit den leiblichen Eltern stattfindet, weil die Kapazität dazu nicht haben. Das ist völlig wertfrei. Und was ich auch sage, ist, dass die Lösung in der Beziehung der Paare stattfindet. Das ist auch wertfrei. Ja, wir müssen dahin gucken, aber die Eltern, die wollen eben da nicht hingucken, weil sie dem eigentlichen Kontakt ausweichen wollen. Also gucken sie in Richtung Kinder, weil sie da Macht haben. Ist halt leichter. Ich kann mit einem Wesen, was mir bedingungslos ausgeliefert ist, mit dem kann ich leichter Kontakt haben, weil dann kommt das ganze Zeug nicht hoch. Ich kann auf der anderen Seite zu den Eltern gehen, da ist alles wie immer, und ich habe dann die andere Geschichte, ist auch leichter, aber da wird auch nichts passieren. In diesen zwei Richtungen passiert nichts. Ich muss mit dem Menschen, mit dem ich zusammenlebe, auf gleicher Ebene, wo es kein Machtgefälle gibt, da muss ich mich trauen zu sagen, was läuft. Und wenn ich das nicht mache, gibt es einfach keine Transformation. Und natürlich, das System will überall hin, nur nicht dahin. Ja, noch einfacher wäre es, irgendwelche Drogen zu konsumieren. Noch einfacher, ne? Aber das sind alles, ich beschreibe diese Dinge, einfach die Gesetzmäßigkeiten. Und eigentlich, dass, wenn wir die Eltern in Ruhe lassen und diese Transformation mit unserem Partner machen, das ist das, was den Eltern und unseren Kindern am meisten hilft. Wenn wir immer wieder zu den Eltern rennen, dann schaden wir diesen Menschen, weil sie dann ihr eigenes destruktives System immer weiter zementieren können. Wenn wir versuchen, mit den Kindern irgendwas zu machen, schaden wir ihnen, weil wir nicht direkt in Kontakt treten. Die Kinder wollen Kontakt, die brauchen keine Erziehung, die brauchen Kontakt. Ich kann aber als Elternteil nur so sehr mit den Kindern wirklich in Kontakt treten, wie ich auch mit meinem Partner wirklich in Kontakt treten kann. Aber ich kann mit dem Kind meine Kontaktfähigkeit nicht erhöhen. Das geht nicht. Ich kann jetzt nicht zur Therapie missbrauchen. Das muss mit dem Partner laufen oder mit dem Therapeuten. Und das sind alles wertfreie Beschreibungen dieser Gesetzmäßigkeiten. Und natürlich, wenn da Schuldgefühle sind oder sowas, dann klar, dann dockt das System an und fühlt sich dann verurteilt. Ja. Hat aber, ich glaube, mit meiner Aussage nichts zu tun. Nee, das hatte ich auch gesagt. Das ist nur meine persönliche Aussage. Und ich dachte halt, dass es anderen bestimmt auch so geht. Und deswegen wollte ich das gerne mal ansprechen. Also es ist ja logisch, das sind ja ganz viele Schuldgefühle und Ideen, was falsch zu machen, das ist ja auch auf eine Art natürlich. Man möchte das Beste für den Nachwuchs. Und jeder weiß, dass das nicht geht, weil wir selber so kaputt sind und gestört wurden. Also logischerweise, da ist alles Mögliche am Werke. Aber es hat mit dem Kind nichts zu tun. Wir müssen den Fokus auf den Partner, auf die Partnerin richten. Also ist das so, wie es immer ist? Am besten fängt man bei sich selber an und im besten Fall bessern sich dann auch die Mutter-Kind- oder Eltern-Kind-Beziehungen, wenn man das mit dem Partner schon gut transzendiert hat. Man fängt mit dem Partner an. Also mit einem Partner ist, genau. Mhm. Genau, man fängt mit dem Gegenüber an. Und das hört nie auf. Ich habe noch mal eine Frage zu deinen Veranstaltungen. Es gibt ja viele Online-Veranstaltungen jetzt und
Es sind aber jetzt nicht, auch nicht allzu viele. Also ich hatte deinen falschen Kalender irgendwie abonniert, um rechtzeitig informiert zu werden. Und du hast aber dann irgendwie das in einem anderen Kalender drin gehabt. Und dann habe ich gemerkt, ist schon alles ausgebucht. Hast du irgendwie vor, das noch auszuweiten, da noch mehr anzubieten? Oder ist das jetzt erstmal so, wie es ist? Also genau, also zur Situation der Veranstaltung. Wir haben einen Wechsel von GoFundMe zu TicketPay gemacht, weil es da technische Probleme gab bei GoFundMe und die sind jetzt sind erledigt. Das ist einfach ein Wechsel von dem Online-Ticket-System. Das ist auch im Kalender auf meiner Homepage, ist es verlinkt. Ja. Das Zweite ist, ich habe ja mit der Fortbildung von Traumatherapeuten begonnen. Also ich mache jetzt selber eine Ausbildung, bilde 30 Therapeuten aus und das ist ein Riesenaufwand. Das heißt, da ist jeden Monat ist ein Wochenende, dann zusätzliche Übungsgruppen. Also es ist nicht so eine Fortbildung mit 2 Wochen pro Jahr, sondern das ist wirklich intensiv und da bleibt mir nicht so viel Ressourcen für Veranstaltungen. Deswegen ist das ein bisschen weniger. Ich weiß nicht, ob es noch mehr gibt in diesem Jahr. Ich bin komplett überlastet. Ja, ich weiß nicht mehr, wo mir der Kopf steht. Meine Idee ist halt auch, dass wir möglichst schnell dann anfangen, dass die Therapeuten, die jetzt in der Ausbildung sind, selber mit echten Klienten arbeiten, wo ich dann live dabei bin. Also das heißt, wir werden dann auch wieder Floating zum Beispiel online haben, das dann aber von den Therapeuten mit meiner Anwesenheit durchgeführt wird. Also es wird dann mehr Möglichkeit geben. Und wenn die ausgebildet sind, dann ist natürlich, gibt es sowieso wieder mehr. Dann hat sich jetzt einfach ein Kontakt zum Fernsehen ergeben. Ja, ich habe jetzt 7 Interviews fürs Fernsehen gemacht und da bin ich auch am Schauen, ob wir nicht ein Format finden, wo wir diese Transformation im Fernsehen einfach zeigen. Mhm. Ja, das ist aber noch nicht ausgegoren. Müssen wir schauen, ob das praktikabel und sinnvoll ist. Also das ist so der Stand im Moment. Und wie gesagt, wichtig ist, es hängt nicht an mir, wenn das Wichtigste ist wirklich, sich in diesem lokalen Gruppennetzwerk zu verbinden mit den Leuten, die ehrliches Mitteilen machen. Das ist immer möglich. Da gibt es Tausende von Leute und auch andere Anbieter, die Veranstaltungen dazu machen. Also das ist immer eine Anlaufstelle, die verfügbar ist. Okay, danke. So, jetzt haben wir wieder das gemacht, was wir immer machen. Wir reden abstrakt über das ehrliche Mitteilen, über Kontakt, aber wir machen es nicht. Ne? Es ist einfach auch sicherer scheinbar, ne? Und bequemer. Das ist so schön, aus der Distanz zu leben. Keiner weiß, was mit uns los ist, wie es uns geht, was wir denken, was wir fühlen. Wir können auch einfach mal sagen, wie wir uns fühlen. Also ich fühle Freude und Ja, ich fühle Unsicherheit und Aufregung. Ich fühle auch Freude, ein bisschen Unsicherheit. Ja, auch Freude. Dankbarkeit ist ein Gedanke. Ja, ich spüre Druck im Bauch. Der Kopf denkt, dass ich gar nichts fühle. Ich fühle Unsicherheit. Ja. Also ich fühle Freude. Ich fühle körperlich so ein bisschen Aufregung innerlich dadurch, was eben getriggert worden ist, wie ich mit dir gesprochen habe. Ich fühle auch Berührtheit, wobei ich nicht genau weiß, ob das ein Gefühl ist. Und ich habe das Gefühl und den Gedanken, es ist schön und richtig, was jetzt passiert hier und dass es so ist. Bei mir entspannt sich jetzt was, ne? Also nach dieser Runde jetzt auf einmal so, Nervensystem kommt runter. Aha. Wenn wir uns halt so austauschen, dann verlassen wir einfach die Kontrolle durch den Verstand. Und dann wird es erst wirklich interessant.
weil da ist ein Abgrund, ja, ein, was da in uns wartet, was nicht kommuniziert wird, das ist ein Fass ohne Boden, müsste man fast sagen. Aber ein interessantes Fass. Und dass wir jetzt nicht so exakt die Ebenen bestimmt haben, das hat es gar nicht so gestört anscheinend. Ja, ich wollte jetzt nicht da wieder mit Korrekturen reingrätschen. Also, können wir auch machen. Wir können eine Runde machen, wo ich ganz präzise das korrigiere. Ja, von mir aus gern. Also wer möchte, wir können ja auch sagen, falls das jemand möchte, können wir das ein paar Minuten machen. Dann gucken wir. Ja. Also ich spüre im Körper meinen Bauch, der fühlt sich irgendwie kribbelig an. Und ich spüre meine Füße auf dem Boden, die sind auch kribbelig. Und da würde ich jetzt kurz einhaken. Und weißt du, mit der Geschwindigkeit rennst du ein bisschen vor dir weg. Da würde ich dir vorschlagen, wirklich die Ebene mit dem Wort richtig korrekt zu benennen, wenn es um Körper geht, spüren, ja, Gefühle fühlen, damit für dich die Ebene immer klar ist, ne? Und nicht davon galoppieren. In meinem Körper spüre ich meine Füße, die sind sehr schwer auf dem Boden. So jetzt, da bist du von dem ehrlichen Mitteilen ins Geschichtenerzählen abgerutscht. Ne? Der erste Teil war ehrliches Mitteilen, da haben wir was von dir erfahren. Und der zweite Teil ist eine Erzählung, ne, ein Geschichtenerzählen. Das kannst du mitteilen, wenn du die Floskel für die Gedanken davor hängst. Aber so ist es wie ein Abgleiten, ne, aus dem Kontakt rausgehen. Mein Kopf denkt gerade, ich will das jetzt gern richtig machen. Und ich fühle mich etwas aufgeregt, nervös. Das wäre Körper, ne? Mhm. Aufgeregt, nervös ist kein Gefühl, das ist Körperempfindung. Mein Körper fühlt sich, also ich spüre in meinem Körper eine Schwere. Mein Kopf denkt, dass ich jetzt noch ein Gefühl finden muss. Gefühl. Ich fühle mich gerade nicht bestimmt, irgendwie auf eine bestimmte Art und Weise. Ich spüre... Das wäre jetzt Geschichten erzählen, ne? Also mein Kopf denkt... Du kannst nichts was fühlen, was nicht da ist. Mein Kopf denkt, dass ich nichts fühle. Und ich spüre meinen Körper auf dem Stuhl sitzen. Das ist ein Mix aus formal korrektem ehrlichen Mitteilen und einer eigentlichen Geschichte, weil das ist nicht das, was du spürst. Das ist eine Erklärung, warum du das spürst. Ne? Also spüren tust du vielleicht Druck im Gesäß oder sowas. Ja, es geht darum, um das Mitteilen. Nur der Energiefluss kommt erst zustande, wenn wir wirklich von uns was mitteilen. Und sobald es eben in dieses Abstrakte reingeht, ist wie so Stöpsel gezogen. Ne? Ja, ich fühle mich ruhig und friedlich und mein Kopf denkt, dass ich jetzt fertig bin. Ja, schön. Vielen Dank. Dann möchte ich auch gerne noch versuchen. Im Körper spüre ich in der rechten Schulter ist ein leichtes Ziehen. Okay, ganz kurz. In der rechten Schulter ist ein leichtes Ziehen. Das wäre abstraktes Geschichtenerzählen. Das ist nichts, was du erlebst. Ne? Also man würde sagen, ich spüre so und so. Mhm. Also ich spüre in der Schulter ein Ziehen. Mein Kopf denkt, das Ziehen ist jetzt wieder weg. Ich fühle Unsicherheit. Ich fühle auch Freude. Mein Kopf denkt, dass es schön ist, dass ich jetzt dran bin. Jetzt spüre ich im Bauchbereich ein Druckempfinden. Ich fühle jetzt noch mehr Freude. Ich fühle auch ein bisschen Unsicherheit. Mein Kopf denkt, dass das schön ist, dass wir dich jetzt interviewen dürfen. Jetzt
spüre ich Aufregung, mein Kopf denkt, das war vielleicht zu viel gesagt. Und jetzt wieder vielleicht ein bisschen langsamer machen, weil du sonst merkst ja selber, dass es wie... Ja, das war irgendwie komisch jetzt, ja. Jetzt spüre ich im Körper meinen Herzschlag, also einen Herzschlag. Ich fühle Freude. Ich fühle Freude. Mein Kopf denkt, jetzt sollte doch was passieren. Ich fühle Freude. Ich spüre etwas Aufregung. Mein Kopf denkt, ob man mich wohl richtig verstehen kann. Ich fühle Freude. Und mein Kopf denkt an Dankbarkeit für deine Arbeit. Okay, danke. Also genau, was ihr merkt und seht, ist, sobald der Kontakt durch das Mitteilen hergestellt wird, reagiert die Physiologie. Und das kann man daran ablesen, dass dann Zustände von Freude kommen, von Neugier, von Prickeln im Körper. Manche beschreiben große Hitze, ja, Heiterkeit. Das ist sozusagen der Beweis, dass der Vagus anspringt. Weil das passiert nur unter hochgradiger Sicherheit und die gibt es eben nur im Kontakt. Also einfach für euch zu sehen und zu wissen, in wenigen Sekunden haben wir dadurch eine Wirkung, eine tiefe Wirkung auf das autonome Nervensystem und die Physiologie. Tja, sonst? Ja, dann probiere ich das auch mal. So. Ja, mein Kopf denkt, wäre eigentlich gar nicht nötig, dass ich auch was teile, weil ich spüre eigentlich schon. So, jetzt geht es in die Identifizierung rein, ne? Weil und diese verschachtelten Sätze, dann, das ist dann wie so ein Einschlafen. Also wenn das so in diese langen, verschachtelten Sätze geht, dann ist es besser, kurze Sätze zu machen und dann wieder anfangen, mein Kopf denkt. Ne? Weil sonst rutschen wir da in die Identifizierung rein. Mein Kopf denkt, was sage ich denn jetzt? Ich spüre den Stuhl, worauf ich sitze. Nee, das hatten wir ja gerade schon. Den spürst du nicht. Das ist die Interpretation des Kopfes. Also wenn, dann spürst du vielleicht Druck im Gesäß oder am Gesäß. Ja, dann ich spüre mein Gesäß. Ist das auch schon Geschichte? Ja. Aber so nehme ich es wahr. Ja, was spürst du denn im Gesäß? Naja, Druck. Ja, genau. Ich spüre Druck im Gesäß. Ja. Ich spüre meinen Körper irgendwie generell. Das ist eine Erzählung jetzt, ne? Das ist jetzt Geschichten erzählen. Aber ich spüre da so Vibrieren oder ja. Ja, ich spüre Vibrieren im Körper. Es muss ja was Konkretes sein, wenn du sagst, ich spüre meinen Körper generell, das ist Kopf und Geschichte, ne? Und wenn du sagst, ich spüre Kribbeln im Körper, dann ist es einfach eine Mitteilung. Mein Kopf denkt, Kopa ist aber ein Rechthaber. Mein Kopf denkt, die Unterschiede sind so minimal in der Aussage. Ich spüre Lebendigkeit im Körper. Und da könntest du zum Beispiel mal genauer hingucken, was das eigentlich ist, Lebendigkeit, weil das ist nicht klar, was das ist. Ne? Das ist noch nicht die Empfindung, das ist die Interpretation oder das Etikett. Du könntest jetzt gucken, was das eigentlich genau ist im Körper, wenn du sagst lebendig. Ich denke, ich habe Lebendigkeit gewählt, weil
Ich weiß, weil ich es nicht beschreiben kann. Dann könntest du sagen, meinem Kopf ist die Idee, dass ich das und das nicht beschreiben kann. Da ist eine Körperempfindung, aber ich kann es nicht beschreiben. Oder mein Kopf denkt, das ist Lebendigkeit. Mein Kopf sieht den Hintergrund bei meinem Bild. Sinneseindrücke gehören nicht zu dem ehrlichen Mitteilen, weil das ist was im Außen. Das gehört nicht zu den inneren Erlebnisebenen. Das löst aber was im Inneren aus. Nämlich ja, das kannst du ja mitteilen. Aber die Beschreibung, ich sehe was oder ich höre was, das ist, gehört nicht dazu. Okay. Ich, weil das stellt eine Verbindung her, weil nichts von uns sozusagen transferiert wird. Ich weiß nicht mehr, wie ich mich ausdrücken soll, also, denke ich. Guck mal, das ist ganz simpel. Es geht darum, wenn ich das ehrlich mitteilen machen will, muss ich mich an die Satzanfänge halten, die ich definiert habe. Mir ist das jetzt too much. Sorry. Ah ja, so. Jetzt kommt das Abwehrsystem und sagt, na jetzt kommt die ganze Aggression. Okay, gut. Ich halte. Ja. Soll ich noch mal weitermachen? Oder? Devasito ist ja gesagt, steuert das ja hier, ich weiß nicht. Das musst du sagen. Natürlich könnt ihr weitermachen. Oder wir. Ich spüre Aufregung. Mein Kopf denkt, dass ich jetzt verwirrt bin. Ich spüre trockene Lippen. Der Kopf denkt, dass ich gerne Freude fühlen möchte. Ich spüre Kribbeln auf der Kopfhaut. Ich spüre Kribbeln an den Füßen. Der Kopf denkt, dass ich mich jetzt entspanne. Ich fühle Freude. Der Kopf denkt, dass ich mich jetzt doch noch öffnen konnte. Ich spüre Vibrieren auf den Schultern. Ja, danke schön. Schön. Darf ich noch eine Frage stellen? Gopal, hast du eigentlich, ich weiß nicht, ob ich das so stellen kann, die Frage, also hast du noch Freunde, die sich nicht ehrlich austauschen mit dir? Also eigentlich erzähle ich über mein Privatleben in der Öffentlichkeit nicht. Aber was ich sagen kann, ist, dass ich nur noch absolut coole Leute in meinem Leben habe. Das ist wirklich erstaunt. Ich bin teilweise selber erstaunt. Ich habe einfach absolut tolle Leute um mich rum, ohne dass ich die bewusst gesucht habe oder so. Und Menschen, mit denen es ein bisschen gehakt hat oder die sind irgendwie alle verschwunden, auch habe ich das nicht gemacht. Ne, die haben dann einen Konflikt inszeniert und haben sich getrennt und ich wollte das eigentlich gar nicht, aber irgendwie sowieso, als ob so ein gewisses, wie so eine Art gleiches Bewusstsein da ist. Aber ich glaube, was ich sagen kann, ist, dass im Prinzip
die in meinem Feld sind, die haben zumindest ein Interesse daran. Und ich mache nicht dauernd ehrliches Mitteilen. Ich bin wahrscheinlich einer der wenigen, die das am wenigsten machen. Ich bin auch nur ganz, ganz selten in lokalen Gruppen. Und wenn ich mal mitmache, wundere ich mich dann über die Wirkung. Und noch eine weitere Frage, die sich aber, glaube ich, von selbst beantwortet. Fühlst du dich im natürlichen Fluss der Versorgung? Fühle ich mich im natürlichen Fluss der Versorgung? Wie meinst du das? Ich glaube, in deinen Videos hast du mal gesagt, dass es sowas gibt wie so eine natürliche Versorgung. Also so habe ich es zumindest verstanden, wo nichts mehr zwischengeschaltet ist und dass uns alles gegeben ist eigentlich. Da habe ich das falsch verstanden. Ich kann ja mal sagen, wie es ist, wie ich das Leben erlebe. Ja. Ich erlebe, dass es keine Feinde gibt, keine Hindernisse, kein Mangel, keine Probleme. Das gibt es alles nicht wirklich, weil irgendwann klar ist, dass das ganze Ding, was wir Leben nennen, das ist alles unser projizierter Geist. Und wenn es Dinge gibt, die ich als mit Hindernis etikettiere oder mit Mangel, dann habe ich das entweder erschaffen, weil ich das gerne unbewusst meinetwegen erschaffen wollte, weil es mir so vertraut ist oder weil es mir irgendwie dient, noch wacher zu werden. Also ich sehe nicht, dass es einen Mangel gibt oder sowas. Also das gibt's einfach nicht. Also man kann diesen Erfahrungsraum kann man mit viel Energie künstlich für eine Zeit lang erschaffen. Aber selbst das ist eigentlich kein Mangel, weil ich kriege ja dann die Erfahrung von Mangel. Und dann ist es ja auch wieder das, was ich mir gewünscht habe. Also es gibt es einfach nicht. Okay, danke schön. Und solange das nicht so erlebt wird, heißt das, dass in meinem System was festhängt. Ne? Logischerweise, wenn ich nicht bereit bin zu geben, wenn also noch Geiz in meinem System ist, ja klar, dann stockt das und dann kann natürlich auch nichts zurückfließen und dann projiziere ich und dann sieht es aus, als ja, würde mir das Leben was vorenthalten oder andere Menschen. Oder umgekehrt, wenn da Stolz ist und ich nichts annehmen kann, ne? Genau das Gleiche. Ja, dann ist immer noch irgendwas nicht in den Austausch gebracht, in den Kontakt gebracht. Genau, da fließt was nicht durch und das lässt sich eben mit der ehrlichen Mitteilen auf der Beziehungsebene komplett lösen, weil da ist halt die Ursache. Ja, das ist ja alles ein Notprogramm. Ja, wenn ich die Kanäle zumachen muss als Kind, dann mache ich das ja, um zu überleben. Das war also etwas, was mir früher gedient hat. Ja, also wenn ich zum Beispiel Stolz entwickle, um mein Selbstgefühl zu retten, um nicht verrückt zu werden, ja, dann hat mir das als Kind eine Insel von Stabilität geliefert oder ermöglicht, die mich gerettet hat, ja. Aber jetzt, später, ist es halt ein Hindernis. Und das ist halt das Dilemma, dass es dann einfach total schwierig ist, das aufzulösen, weil es eben immer noch wie real aussieht, als ob das alles eine reale Grundlage hat. Ja, danke schön. Ich glaube, jetzt haben wir auch viele Fragen schon gestellt, oder? Möchte noch jemand was fragen? Nee, was fragen nicht. Ich würde nur gerne noch kurz was mitteilen, meine Erfahrung mit deiner Arbeit. Und zwar bin ich früher ein Mensch oder ein Kind gewesen, dass ich bin in Gegenwart meiner Eltern regelrecht erstarrt. Also ich konnte mich tatsächlich gar nicht mehr bewegen. Und das Muster habe ich auch heute noch, diesen Todstellreflex. Und durch dich habe ich gelernt, dass man dann einfach den Körper bewegen soll, egal wie, also irgendwie in Bewegung kommen. Und das habe ich jetzt schon ein paar Mal gemacht. Auch jetzt vor dem Interview, ich bin rumgezappelt wie verrückt. Und es hat sich tatsächlich am Ende sehr viel besser angefühlt. Und das ist für mich jetzt ein Mittel, was so gut für mich funktioniert. Da bin ich echt dankbar, das jetzt gefunden zu haben. Genau, das ist noch nicht die Lösung. Das ist jetzt erstmal eine Prozedur, mit dem du sozusagen dir helfen kannst, die Situation zu bewältigen. Es ist noch nicht die Lösung. Aber es ist der Anfang und der nächste Schritt wäre, dass du die Projektion von Gefahr erstmal findest, weil der Körper erstarrt ja nur, weil er glaubt, da ist immer noch Lebensgefahr und du kannst nicht weg. Ja, und gucken, was stellst du dir eigentlich vor, was für eine Gefahr von den Menschen dann ausgeht und dann anfängst, das mitzuteilen und dann zu hören, ob das stimmt. Und dann löst sich das in der Tiefe und dann tritt die Erstarrung nicht mehr auf.
Und solange das nicht gelöst ist, solange diese Idee nicht abgedatet wurde, in einer Kontakterfahrung, wird der Körper das immer wieder erzeugen. Ja. Aber absolut, das ist auf jeden Fall der richtige Weg. Ne? Von der Erstarrung ist das nächst sichere für das Nervensystem, das Setting zu verlassen. Und das heißt eben, ne, Körperbewegung. Funktioniert. Und dann springt das Social Engagement wieder an und dann erst kann ich überhaupt wieder sprechen. Ich kann nicht aus der Erstarrung in den Kontakt treten. Das geht physiologisch gar nicht. Ne? Ja, sonst kommt man immer mehr in Probleme, genau, und kommt dann gar nicht mehr raus. Also ist schon eine gute Stufe, um wenigstens ein bisschen sich wieder einzufinden in den Moment. Ne? Mhm. Ja. Okay, wenn keine Fragen jetzt mehr sind, Gopa, hast du noch was, was du zum Ausdruck bringen möchtest? Hab eigentlich alles gesagt. Traut euch, euch mitzuteilen. Es löst alle Probleme. Und der Erste, bei dem das nicht stimmt, den bin ich gerne bereit, mir das anzuhören. Ich habe noch keinen gefunden. Ja. Ja, dann, lieber Gopal, vielen Dank für das Interview. Dankeschön. Vielen Dank euch. Danke dir.